Die Netnographie ist eine qualitative Forschungsmethode, die sich auf die Untersuchung von Online-Communities und ihrer Verhaltensweisen konzentriert. Das Vorgehen wurde von Robert Kozinetz erstmals entwickelt und ist heute ein unverzichtbares Instrument für die Sozialwissenschaften geworden. In diesem Video erkläre ich dir die Grundlagen der Netnographie anhand der 12 Phasen nach Kozinetz und zeige dir, wie du sie problemlos anwenden kannst. So verknüpfst du deine eigene Untersuchung mit einer etablierten Methodologie und bekommst hoffentlich spannende Ergebnisse zu dem Online-Phänomen, das du verstehen möchtest. Und damit herzlich willkommen bei Scribe! Vielen Dank an Scribber für das Unterstützen dieses Videos. Mehr zu Scribber später. Netnographie ist eine Modifikation des Begriffs Ethnographie. Es handelt sich also um einen Forschungsansatz, der sich mit Feldforschung im Internet beschäftigt. Der Urheber dieser Methodologie ist Robert Kozinetz, der den Ansatz in seinem Buch Netnography aus 2010 bzw. 2015 ausführlich beschreibt. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Online-Forschung sehr darauf bedacht, möglichst präzise und quantitative Untersuchungen auf Social Media oder in Online-Foren durchzuführen. Wie oft wurde ein Tweet geliked und wie hängt das mit der Reichweite zusammen? Wie bilden sich Netzwerke auf sozialen Medien? Was sind statistische Zusammenhänge, die sich vom Verhalten der User ableiten lassen? All diese Fragen sind gut und wichtig, aber nicht von Interesse für die Netnographie. Hier geht es darum, den Kontext dieses Verhaltens zu verstehen und zu beleuchten, wer eine bestimmte Verhaltensweise an den Tag legt und warum. Wenn du dir klar machst, was die klassische Feldforschung, also Ethnographie, versucht, dann verstehst du auch den Netnographie-Ansatz auf Anhieb. Es geht um die Beobachtung von Gruppen und dem Verhalten ihrer Mitglieder. Die Netnographie überträgt diesen Forschungsansatz eben nur auf die Online-Welt. In der zweiten Auflage seines Buches aus 2015 unterteilt Kozinetz den Forschungsansatz in 12 Phasen. Schauen wir uns diese einmal gemeinsam an. Phase 1, die Introspektionsphase. Bevor du dein Smartphone herausholst und immer weiter in den Tiefen von Reddit versinkst, musst du erst ein paar elementare Fragen über dich selbst klären. Dieser Schritt hängt mit der Natur der Ethnographie zusammen. Diese Art der Forschung ist zu 100% von dir als forschender Person abhängig. Das bedeutet, all dein Vorwissen zu dem Thema, dein eigener Lebenslauf, wenn du so willst, und deine persönliche Motivation wirken sich auf das Design deiner Netnographie aus. Schreibe also den Status quo deines Forschungs-Ichs auf, damit du diesen in deiner wissenschaftlichen Arbeit beschreiben und später auch reflektieren kannst. Phase 2, die Investigationsphase. Falls du ein Exposé zu deiner Netnographie schreibst, ist das der richtige Ort, um einige wichtige Fragen zur Planung deiner Untersuchung festzuhalten. Falls du kein Exposé brauchst, finde einen anderen Weg, um die Planung für dich aufzustellen. Welches Phänomen möchtest du untersuchen? Du kannst dafür eine Forschungsfrage formulieren. Wie möchtest du dieses Phänomen untersuchen? Und welche Daten möchtest du dafür sammeln? Wie willst du die Analyse der Daten durchführen? Wie soll die Analyse zur Beantwortung der Ausgangsfrage beitragen? Und welche Rolle spielst du selbst während der Netnographie? Unter welchen ethischen Aspekten behandelst du deine Netnographie? Welche Vorteile bringt die Netnographie gegenüber anderen Methoden und Forschungsdesigns? Und welche Risiken birgt eine Netnographie in deinem Fall? Vor allem für die Forschungssubjekte, die Teil deiner Untersuchung sind. Besonders wichtig, um nun mit deiner Netnographie fortzufahren, ist die Bestimmung der Study Sites, also der Orte, an denen du deine Untersuchung durchführen möchtest. Ist das eine Facebook-Gruppe, ein Reddit-Forum oder ein YouTube-Kanal? Wer sind die Individuen, die sich dort aufhalten? Und wie müsste der Ort aussehen, der für deine Forschung bestmöglich geeignet ist? Phase 3, die Informationsphase. Die Auseinandersetzung mit ethischen Fragestellungen, bevor du überhaupt startest, ist besonders wichtig für Herrn Kozinetz. Bei einer Netnographie dringst du unter Umständen in einen geschützten Raum ein. Die User, die sich dort tummeln, haben bestimmte Erwartungen an diesen Raum und ihre Privatsphäre. Wenn du dort nun Daten erhebst, ist es also besonders von Bedeutung, dies ethisch korrekt zu tun. An oberster Stelle steht der sogenannte Informed Consent. Das bedeutet, dass du die Mitglieder der Online-Community darüber informierst,
wie deine Forschung abläuft und du ihre Zustimmung einholst. An dieser Stelle kannst du also einen Text oder ein Dokument vorbereiten, in dem all dies erklärt ist und das die Teilnehmenden unterschreiben können. Es könnte sein, dass du deine Studie bei einem Ethikkomitee anmelden musst. Um den Ethikcheck zu bestehen, benötigst du einen Entwurf deines Informed Consent Dokuments. Werden die Ergebnisse der Untersuchung nicht verfälscht, wenn die User wissen, dass sie beobachtet werden? Ja, das nennt man Consent Bias und ist eine Limitation der Ethnographie. Du hast hier jedoch kaum eine Wahl, denn eine Beobachtung ohne die Zustimmung der User wird von fast jedem Ethikkomitee der Welt als unethisch eingestuft. Phase 4, die initiale Interviewphase. Jetzt beginnst du mit der Recherche der Communities und Online-Sites. Das kannst du über zwei Wege tun. Erstens, du recherchierst die Communities direkt, zum Beispiel über Suchmaschinen. Oder du identifizierst zuerst die Individuen, die du interessant findest und findest dann heraus, in welchen Communities oder an welchen Orten sie sich mit anderen austauschen. Bei beiden Wegen empfiehlt Cozinets sogenannte initiale Interviews. Du sprichst also mit den Individuen oder zum Beispiel dem Admin einer Community, um diese Community dann besser zu verstehen. Am Ende dieser Phase solltest du eine Liste an möglichen Communities erstellt haben, die für deine Ethnographie in Frage kommen. Die Interviews mit den Leuten aus den Communities, die es in deine Ethnographie schaffen, kannst du später auch wieder verwenden. Phase 5, die Inspektionsphase. Führst du eine Ethnographie durch, hast du die Qual der Wahl. Anders als bei der klassischen Ethnographie steht dir das gesamte Internet zur Verfügung und alle möglichen Kombinationen, Gruppen und Plattformen. Vergleiche also die Liste deiner potenziellen Communities mit deiner Forschungsfrage und triff eine Entscheidung, welche Communities du untersuchen willst. Überlege dir genau, warum du diese Wahl triffst, damit du diese Entscheidung in deinem Forschungsdesign-Kapitel begründen kannst. Phase 6. Die Interaktionseintrittsphase. Schauen wir mal, ob Cozinets es schafft, alle Phasen bis zum Ende mit I beginnen zu lassen. In dieser Phase jedenfalls geht es darum, dass du dir eine Strategie überlegst, wie du die Interaktion mit den Usern der Community gestaltest. Du weißt aus meinen anderen Tutorials sicherlich schon, dass es teilnehmende und nicht teilnehmende Beobachtungen gibt. Dieses Prinzip von minimaler bis maximaler Einmischung durch die forschende Person gilt auch für Ethnographien. Eine niedrige Teilnahme wäre zum Beispiel, dass du in einem Online-Forum lediglich mitliest und selbst nicht mit den Usern interagierst. Ein hohes Maß an Teilnahme wäre zum Beispiel der Fall beim Führen von Interviews mit den Usern der Community oder dass du selbst Beiträge verfasst. Da diese direkte Interaktion auf der Ebene der Community jedoch oft zu invasiv ist, schlägt Cozinets eine Interaktionsforschungswebseite vor. In diesem Fall erstellst du selbst eine Webseite, die getrennt von der eigentlichen Community ist. Diese beherbergt dann die Interaktion zwischen dir und den Individuen. Das hat den Vorteil, dass du von allen die Zustimmung hast und auch Teile der Community mit dir interagieren können, während andere dies nicht unbedingt tun müssen, wenn sie es nicht wollen. Beispiele für solche Webseiten findest du reichlich in Cozinets Buch. Du musst deine Interaktionswebseite natürlich auch nicht selbst programmieren. Du kannst einfach bestehende Lösungen verwenden und für deine Zwecke anpassen. Bevor wir zu Phase 7 kommen, lass mich noch kurz ein paar Worte zum Sponsor dieses Videos, Scribber, sagen. Bist du auf der Suche nach einem Lektorat oder einer Plagiatsprüfung für deine wissenschaftliche Arbeit? Dann kann ich dir das Team von Scribber nur absolut ans Herz legen. Schau einfach mal auf scribber.de vorbei und schreibe mir eine kurze E-Mail an info@ripe.de für einen exklusiven Gutscheincode. Phase 7, die Immersionsphase. Jetzt begibst du dich ins Feld und beginnst damit, in regelmäßigen Abständen mit den Daten, den Themen und den Individuen zu interagieren. Über welchen Zeitraum du das tust und wie deine Immersion konkret aussieht, hängt ganz von dir und deiner Studie ab. Für Inspiration empfehle ich dir, die Forschungsdesign-Kapitel von publizierten Ethnographien mal zu lesen. Dort beschreiben die Forscher und Forscherinnen genau, wie diese Phase bei ihnen auch aussah. Mach dich am Anfang dieser Phase aber nicht verrückt.
Es gibt kein richtig oder falsch, kein zu viel oder zu wenig. Das Verständnis für deine Community und dein Ethnografie-Projekt wächst über die Zeit. Je mehr du dich ins Feld begibst, desto besser entfaltet sich ein Gesamtbild vor deinen Augen und die nächsten Schritte kommen von ganz allein. Phase 8, die Indexierungsphase. Jetzt geht es darum, deine Daten zu organisieren. Oftmals hast du mehr Daten gesammelt, als du überhaupt auswerten kannst. Stelle also eine überschaubare, aber dennoch aussagekräftige Menge an Daten zusammen, mit der du deine Auswertung fortsetzen möchtest. Du musst dazu deine Daten bewerten. Was sind besonders wichtige Datenquellen und was kann eher vernachlässigt werden? Hier ist es ratsam, lieber weniger Daten, die dafür aber von hoher Qualität sind, auszuwählen, anstatt viele Daten von geringer Qualität. Phase 9. Die Interpretationsphase. In der Wahl der Auswertungsmethode bist du ziemlich frei. Es bieten sich Methoden der qualitativen Sozialforschung an, die für eine interpretivistische Herangehensweise stehen. Dazu zählen alle Methoden, die nach dem Prinzip der Hermeneutik funktionieren, beispielsweise. Aber auch phänomenologische, existenzielle oder humanistische Ansätze sind laut Kozinets möglich. Eine typische Auswertungsmethode, die gut mit der Ethnographie vereinbar ist, sind die Techniken der Grounded Theory. Auf meinem Kanal findest du reichlich Tutorials zu allen möglichen qualitativen Auswertungsmethoden. 10. Die Iterationsphasen. Wenn du dich bereits mit der Hermeneutik, der Grounded Theory oder anderen qualitativen Ansätzen vertraut gemacht hast, dann wird dir das hier bekannt vorkommen. Denn auch die Ethnographie läuft nicht linear ab. Das heißt, alle Schritte, die du hier lernst, werden nicht von 1 bis 12 hintereinander durchgeführt und du bist fertig. Die Ethnographie will in Iterationen ablaufen, weshalb die Schritte als Kreislauf zu verstehen sind. Du kannst und sollst in jeder Phase deiner Ethnographie zurückgehen und Schritte wiederholen, wenn du es als sinnvoll erachtest. Hast du beispielsweise eine wichtige Erkenntnis durch das Codieren mit Hilfe der Grounded Theory gemacht, dann gehe zurück in die Immersionsphase und halte Ausschau nach genau dieser Erkenntnis. Das ist nur ein Beispiel einer Iteration. Es gibt noch viele weitere. Das Wichtige ist, begreife die Phasen nicht als starr, sondern als beweglich. Phase 11, die Instanzierungsphase. In der vorletzten Phase geht es darum, deine Ethnographie in eine Form zu gießen. Für die meisten von uns bedeutet das eine wissenschaftliche Arbeit. Überlege dir also den bestmöglichen Aufbau, um deine Ethnographie zu präsentieren. Auch hier gilt wie immer mein Tipp. Erfinde nicht das Rad neu, sondern hole die Inspiration von Beispielen, die du selbst gerne gelesen hast. Laut Kozinets gibt es 4 verschiedene Formen der Instanzierung einer Ethnographie. Diese sind symbolisch, digital, auto und humanistisch. Auf alle Formen hier einzugehen, würde den Rahmen ein wenig sprengen. Ich vertraue also darauf, dass du dich in Kozinets Buch schlau machst und deine Ethnographie einem dieser Typen zuordnest und deine wissenschaftliche Arbeit dementsprechend ausrichtest. Die Präsentation deiner Ethnographie muss aber nicht immer nur ein wissenschaftlicher Text sein. Du kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen. Dazu mehr in Phase 12. Die Integrationsphase. Was passiert nun, da deine Ethnographie abgeschlossen ist? Die ganze Arbeit soll nicht nur gesehen werden, sondern ja auch Auswirkungen auf die Welt um dich herum haben. Das kann eine wissenschaftliche Publikation sein, ein YouTube-Video, ein Workshop, ein Event mit deiner Community. Überlege dir, was kannst du den Individuen, die Teil deiner Ethnographie waren, zurückgeben? Wie können deine Ergebnisse die Welt oder auch die Online-Welt nachhaltig ein kleines Stück besser machen? Diese letzte Phase endet nicht mit der Abgabe deiner wissenschaftlichen Arbeit. Die Ethnographie ist nun ein Teil von dir und deiner Geschichte geworden.